Mit dem Hochwasserschutzsystem, mit dem Mobildeich, haben wir die Möglichkeit, einen 440 Meter Längen und 60 cm Höhe Deich zu bauen oder eine Dammverstärkung zu machen. Wir können das aber auch einsetzen im Objektschutz, sodass wir einen Teil von dem Deichsystem um ein Gebäude herum können aufbauen und so Wassermassen können abhaben. Man kann den Container noch immer abladen, wo gut kann zufahren mit dem Lastwagen. Man kann ihn dort ganz einfach entladen mit einfachen Hebewerkzeugen, die im Container eingebaut sind, und tut nachher die vorbereiteten Rollen dort hinrollen, wo sie zum Einsatz kommen. Dort kann man die sehr einfach nachher abrollen und je nachdem schon während dem Abrollen auch befüllen mit Wasser oder allenfalls zuerst mit Luft. Bei der Wasserfüllung ist es möglich, mit den Pumpen, die mitgeführt werden auf dem Container, Wasser ab einem offenen Gewässer, zum Beispiel dem Fluss, um den Schutz zu errichten, dort kann pumpen und die Schläuche füllen. Es ist aber auch möglich, dass man hier Hydrantenwasser bezieht und eigentlich mit dem Wasser den Schlauch füllen. Und das Aufblasen mit dem Gebläse, das ebenfalls bei dem Container dabei ist, dient zum Vorfüllen von dem Schlauch, dass man ihn dann richten kann. Gerade im Objektschutz kann man ihn so vielleicht ein bisschen einfacher anfangen, um das Gebäude herum platzieren. Und wenn er richtig liegt, kann man ihn dann füllen mit Wasser füllen.